Sieben Schritte, wie du als Unternehmer erfolgreich sein wirst. Das erfährst du in diesem Video. Das, was die meisten Unternehmen und Geschäftsführer, vor allem im Mittelstand, unterschätzen, weil sie aus der operativen, aus dem Tagesgeschäft rauskommen und darüber ihr Geschäftsmodell nicht überblicken aus der Vogelperspektive, ist, dass sie keine klare Vision ihres Unternehmerlebens haben und damit eine fehlende Unternehmensstrategie haben. Wenn du das als Fundament aufgebaut hast, daraus leiten sich unglaublich viele Aktivitäten ab, die darauf aufbauen, damit du in die Performance kommst und deine Ziele als Unternehmer erfolgreich umsetzt und erreichst. Also, sieben Schritte, die dir helfen, als Unternehmer erfolgreich zu sein. Punkt 1. Hab eine klare Vision. Eine klare Vision heißt, wie willst du denn als Unternehmer in 5 Jahren, in 10 Jahren dein Leben verbringen? Willst du immer noch im Tagesgeschäft drinstecken? Willst du mehrere Unternehmen gründen? Willst du Innovationen betreiben? Willst du einfach deine Ruhe haben? Willst du verkaufen? Es gibt so viele Möglichkeiten, da mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie willst du dein Unternehmerleben führen? Und damit verbunden ist die Strategie für dein Geschäftsjahr, für dein Business. Das heißt, daraus leitet sich ab, was muss ich dieses Jahr tun, um erfolgreich zu sein? Denn hier, das ist der Punkt 2, der ist zwingend notwendig, um die Mitarbeiter in die Performance zu bringen, deine Ziele, deine Strategie zu erreichen. Denn aus der Unternehmensstrategie leitest du die Zielvorgaben, die Zielvereinbarung für deine Mitarbeiter ab. Also, Punkt 1, hab eine klare Vision, sei im Reinen mit dir, setz dich damit auseinander, definiere eine Strategie für dein Unternehmen und entwickle daraus Zielvorgaben, Zielvereinbarungen für deine Mannschaft, für dein Team. Punkt 3 ist, die Mitarbeiter zu integrieren und entsprechend zu beteiligen. Mit beteiligen meine ich jetzt nicht Gesellschafteranteile oder Unternehmensanteile. Mit beteiligen meine ich, an Projekten beteiligen, sie zu integrieren in die Aufgaben, die aus deiner Strategie herauspurzeln. Da steckt sehr viel Identifikation und vor allem Motivation in der Mitarbeiter-Performance drin. Das ist super wichtig. Viele fragen dann mal, ja, wie kriege ich irgendwie mehr Performance rein? Meine Mitarbeiter sind so unmotiviert, was kann ich denn tun? Wenn du diese Hausaufgaben, diese ersten 3 Schritte Schritt für Schritt durchführst, das machst du natürlich nicht in 5 Minuten, das ist auch ein Prozess, der ein paar Tage dauert, bis du das durch hast und hierhin kommst, deine Mitarbeiter in die Projekte zu integrieren, die denen eine klare Richtung vorgibst, was wollen wir dieses Geschäft erreichen, dann hast du natürlich hier den Hebel für Motivation und auch Performance im Team. Punkt 4 ist an der Stelle ein Top-Management-Commitment. Das ist jetzt wieder so ein, der Sebastian wird wieder sagen, so gibt es da kein deutsches Wort dafür, Katja. Commitment heißt einfach, ist wie ein Schwur, ist eine Zustimmung, eine Vereinbarung. Ja? Das heißt, man sagt, hey, ich stehe hinter dieser Vision, hinter dieser Strategie, ich bin on board, ich bin dabei. Das ist mit Commitment gemeint. Und Top-Management-Commitment heißt an der Stelle, dass du als Geschäftsführer auch hinter dem stehst, was du definiert hast und nicht irgendwelche Pseudo-Papier-Dinge vor dich herschiebst und eigentlich eine Hidden Agenda hast und das aber nicht traust, öffentlich mitzuteilen zum Beispiel. Top-Management-Commitment bedeutet auch, dass deine angestellten Führungskräfte oder dein Operational Manager, also der dein Tagesgeschäft leitet, Geschäftsleiter, Filialleiter oder Bauleiter, dass der auch genauso committed, also zugetragen ist und deine Vision und Unternehmensstrategie vollumfänglich 1000% unterstützt. Ja, das heißt, das Commitment brauchst du, um hier Motivation, Performance aufrechtzuerhalten. Wenn es zwischen dir und der nächsten Ebene schon Reibereien gibt oder Unsicherheiten, so ich bin mir nicht so sicher, ob das gut funktioniert dieses Jahr, dann wird es haarig, ja, weil hier dann die Übermittlung auf die Mitarbeiterebene schwierig wird, da on top und on time zu bleiben, die Projekte umzusetzen und entsprechend hier Ergebnisse zu erreichen. Punkt 5 ist,
Veränderungen langfristig, mittelfristig angehen. Heißt, Change Management zu verstehen, um noch ein paar Anglizismen hier reinzubringen. Also Veränderungen nicht als so, morgen führen wir eine neue Software ein und übermorgen ist alles fein. Wir haben gestern eine Strategie vereinbart und morgen haben wir die Ergebnisse. Nein, wenn du eine Performance-Kultur entwickeln willst in deinem Unternehmen, eine Fehlerkultur ausarbeiten, ausreifen willst in deinem Unternehmen, betrachte solche Veränderungen eher auf eine mittelfristigen, langfristigen Perspektive, eine Vision. Also hier dahinter stecken ja, sag ich mal, 5 bis 10 Jahre ungefähr in der Vorausschau, wo du sein willst. Und wenn du dann schaust, was können wir davon dieses Geschäftsjahr erreichen, gehst du dann in die Quartal- und Monatsplanung rein. Wichtig ist halt da den Erwartungshorizont eher, das ist Punkt 6, iterativ zu betrachten. Das heißt, hier hast du Quartal 1, dann hast du Quartal 2, schrittweise Arbeitspakete zu definieren, schrittweise Projekte zu definieren, die vielleicht auch aufeinander aufbauen und so schrittweise in die Veränderung zu kommen. Performance, Motivation der Mitarbeiter kriegst du nicht auf Knopfdruck. Dahinter steckt, logisch, wir wollen alle digitalisieren, wir denken aber da an Roboter und solche Sachen. Wir haben immer noch Mitarbeiter als Menschen in unserem Unternehmen. Und der ein oder andere Mensch braucht halt länger oder kürzer in die Veränderung zu kommen. Und Veränderung bedeutet das Verhalten, den Umgang miteinander, die Sprache, die Geschwindigkeit, Dinge abzuarbeiten, den Inhalt, den du vermittelt als Geschäftsführer, zu verstehen und in andere Handlungsweisen, also in andere Tätigkeiten zu transportieren. Und das ist ein Veränderungsprozess. Du gibst Input hier rein, sagst, da wollen wir hin. Okay, als Mitarbeiter rotiert das. Man gibt Rückfragen, man versucht es zu verstehen und dann erst geht es in die Umsetzung und dann in die Performance. Also diese Veränderungen langfristig und mittelfristig angehen und auch ausplanen. Man sagt dazu Roadmap oder Fahrplan, ja, dass du dir einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan auch für das neue Geschäftsjahr 2021 definierst und einzelne Projekte und Zwischenziele iterativ, sagt man dazu, also schrittweise erreichst. Warum ist das wichtig? Damit man auch Erfolge feiert und zwischendrin Dinge einfach mal abhaken kann. Ja? Das ist damit gemeint mit diesem schrittweise, weil so kommst du in die Veränderung, in der Performance, in den Kulturwandel in deiner Organisation. Punkt 7. Das ist natürlich die absolute maximale Luxusabkürzung. Das ist der Boost, um als Unternehmer richtig durch die Decke zu gehen. Wir haben heute wieder unser Live-Webinar gehabt. Ich habe Live-Kunden dazu geschaltet, die berichtet haben, wie sich ihr Leben verändert hat am Unternehmen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, was die gesagt haben. Und da ist es halt wirklich wichtig, dich auszutauschen, dir Impulse zu holen von außen, eine Abkürzung zu nehmen durch zum Beispiel einen Mentor, der den Weg schon mehrfach vor dir gegangen ist, der dir genau sagen kann, nimm die Kurve rechts, lass die Kurve links sein und da ist die Abkürzung, um deine Vision und dein Ziel zu erreichen. Um ein Beispiel zu nennen, einer meiner Teilnehmer sagte heute, der ist vor 2 Jahren bei mir eingestiegen ins Mentoring, 4 Millionen in Euros gemessen, macht er jetzt mehr, weil er die Dinge, die wir besprochen haben, die er gelernt hat, umgesetzt haben. Hat natürlich auch sein Firmenkonstrukt geändert, Prokura abgegeben, eine Geschäftsführung aufgebaut, genau diese Dinge verfolgt mit diesem Ergebnis. Also ist das geil oder ist das geil? Also ich freue mich total über diese Rückmeldung. Und deswegen also Thema 7 Schritte, wie du als Unternehmer erfolgreich sein willst. Das ist die Abkürzung, dir Impulse zu holen und Wissen zu holen, wie du so einen Fahrplan definierst, um deine Unternehmensziele zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, hey, das klingt mega spannend, Katja, erzähl mir mehr davon, dann klicke hier und melde dich an für mein nächstes Live-Webinar, ein Live-Workshop, wo wir in diese Inhalte, in diese Fall
Fallbeispiele reingehen, wo du mehr davon erfährst. Ich freue mich, dich da wieder zu sehen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es gern mit anderen Unternehmern, Geschäftsführern, Befreundeten, die sagen wollen, ich will mich weiterentwickeln, ich habe größere Ziele, aber ich hänge noch so zwischen den Seilen. Ich brauche mal so ein 7-Schritte-Fahrplan, dann teile dieses Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Ciao.